Temperaturen um 20 Grad und das im November. Das ist wirklich außergewöhnlich warm. Ja, das ist fast rekordverdächtig warm. Der aktuelle November-Rekord, der liegt bei knapp 26 Grad. Solche Temperaturen, die bekommen wir heute aber nur, wenn uns der Nebel keinen Strich durch die Rechnung macht. Und zum Start jetzt in den Montag, da ist es verbreitet, oft noch neblig, trüb. Teilweise ist die Sicht auch recht schlecht, aber es gibt schon einige sonnige Ecken. Wir haben es da schon mit Föhn zu tun, zum Beispiel nördlich des Erzgebirges oder auch im Südosten. Da scheint schon häufig die Sonne. Im Tagesverlauf lockert der Nebel aber auch sonst immer besser auf. Vor allem im Süden und Osten wird es oft sonnig. In ein paar Ecken hält sich der Nebel allerdings sehr hartnäckig und besonders grau bleibt es auch im äußersten Nordwesten und später ziehen im Westen zudem ein paar Wolken rein mit einem minimalen, aber wirklich nur minimalen Regenrisiko. Es wird außergewöhnlich warm. Im Südosten sind sogar bis zu 20 Grad drin. Sonst liegen die Höchstwerte je nach Sonnenschein zwischen 11 und 17 Grad. Ja, und diese außergewöhnlichen Temperaturen, das haben wir eben dem Föhn zu verdanken. Wir liegen nämlich jetzt zum Start in der neuen Woche in einer sehr kräftigen südlichen Strömung. Wir liegen genau zwischen einem Tief bei Spanien und einem kräftigen Hochdruckgebiet bei Russland und somit wird es eben sehr föhnig und der Föhn, der kann zum Beispiel im Erzgebirge, im Bayerischen Wald oder auch in den Alpen Sturmstärke erreichen. Auch in der Nordsee ist der Wind recht frisch unterwegs, sonst haben wir aber nur sehr schwachen Wind aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Zu Beginn der Nacht, da ist es zunächst oft noch klar oder locker bewölkt. Auch das Dauergrau hier im Nordwesten lockert allmählich auf. Im Laufe der Nacht, da breiten sich allerdings erneut Nebel und Hochnebel aus. Es bleibt relativ mild, ja, für eine Novembernacht. Es bleibt nämlich frostfrei. Die Temperaturen sinken bis zum Dienstagmorgen im Osten nur auf 12 Grad. Am kühlsten wird es noch in den westlichen Mittelgebirgen mit bis zu 4 Grad.